Champa, ein ganz besonderes Völkchen. Auch Erwachsene müssen ein wenig spielen. Da, Kaschka. Die spielen alle, ich auch. Ob mit Karawan oder mit Reisemobil. Dieter, Dieter, guck mal, genauso wie wir es uns immer vorgestellt haben. Das kann ich mit keinem Pauschalurlaub irgendwie aufwiegen, das geht überhaupt nicht. Die einen brauchen den Luxus. Hier haben wir unsere Dusche mit Sternenhimmel. Ist ja unglaublich. Die anderen stehen auf Nostalgie. Ich sag mal, im farblichen Bereich hat er bestimmt Federn gelassen. Ich fahre ungefähr mit 3 Paar Schuhen weg, meine Frau fährt ungefähr mit 10 Paar Schuhen weg. Und viele suchen das große Abenteuer. Ich meine, wenn ich auf der Teerstraße fahre, passiert das sicher nicht. Das Heim auf Rädern. Von den Anfängen bis heute. Mit schrägen Typen zu Land und zu Wasser. Weit weg von zu Hause und doch daheim. Ich kann es Ihnen gar nicht beschreiben. Sie müssten es mal ausprobieren. Ein neues Wohnmobil. Für die Wagners ein Traum. Der allerdings schnell platzen kann, wenn das Bett für Albträume sorgt. Wenn Sie das Bett runterlassen, gehen doch die Schränke dann mit. Ich zeige Ihnen das mal. Wir müssen zuerst die Polster hier wegmachen, damit die Schränke runterfahren können. Das machen wir da drüben auch. Also jetzt ziehen wir das einfach hier normal runter. Sie können mir helfen, aber das muss nicht sein. Gut, wenn da Gewicht in den Schränken ist, dann ist das noch leichter. Und jetzt haben wir mit einmal aufgebautem Bett. Das Bettzeug wird hier drin liegen bleiben. Das passt. Und das Bett können wir auch hochklappen. Ja, klappt doch. Kommen unten runter an die Stauräume. Bis zu 60.000 Euro würden die Wagners für ihr Traummobil hinlegen. Rechnen tut sich's natürlich nicht, wenn man jetzt irgendwo in Urlaub gehen würde, in Hotels oder in Ferienwohnungen. Aber es ist das Gefühl der Freiheit. Und dann gibt's noch ein anderes Gefühl, mindestens genauso stark. Das Gefühl, das eigene Bett zu haben, das eigene Bettzeug in der eigenen Wohnung zu sein. Ja. Das ist es, was viele Besucher vereint, hier auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart. Im Detail freilich gehen die Wünsche weit auseinander. Ravioli aus der Dose, für das Ehepaar Oschmann undenkbar. Ein Urlaub ohne 4-Gänge-Menü geht gar nicht. Für mich ist Kochen Hobby. Für mich ist der Urlaub die Zeit, wo ich endlich mal Zeit habe zum Kochen. Mein Mann unterstützt mich, der geht nämlich spülen. Alles ist, was ich dreckig mache. Okay, dann gehe ich spülen und so sagt, das ist eigentlich perfekt. Das ist bei uns halt so eingespielt. Und wie gesagt, für mich ist der Urlaub eigentlich dann da, um zu kochen. Es gibt ja Reisemobile, da ist die Spülmaschine mit an Bord. Und nicht nur das. Peter Strasser steht auf die Annehmlichkeiten einer Luxusvilla auf Rädern. Er hat bereits seine dritte und findet, mit weniger Komfort sollte man sich nicht zufrieden geben. Wir sind teilweise mehrere Monate auch im Winter damit unterwegs. Und da will man natürlich ein Stück weit eine vernünftige Dusche, eine vernünftige Heizung, einen vernünftigen Komfort. Es sollte ja nicht gerade die Haare an der Wand anfrieren beim Duschen. So viel Vernunft muss schon sein. Und wer 400.000 Euro übrig hat, muss auch nicht auf ein Schlafgemach mit King-Size-Bett und eine einladende Wohnlandschaft verzichten. Begonnen hat alles weit spartanischer und schon gar nicht als Massenbewegung. Im Erwin-Hümer-Museum machen wir uns auf die Suche nach den Anfängen des Hauses auf Rädern und landen bei diesem Gefährt, dem ersten deutschen Karawan von 1931. Wohnauto nannte ihn sein Konstrukteur Arist Detlefs aus Isny. Arist Detlefs war ein Vertreter für Reitpeitschen und Skistöcke hier im nahegelegenen Allgäu. Und er war halt immer viel auf Vertriebsreisen unterwegs. Und seine damals junge Verlobte, Künstlerin, kam irgendwann mit dem Wunsch auf ihn zu, ach, könnten wir nicht einen Wagen haben, wie die Zigeuner den hätten, dann könnten wir immer zusammenbleiben und zusammen reisen. Und was hat Arist Detlefs gemacht? Ist in die Garage gegangen und hat dieses Fahrzeug gebaut. Beziehungsweise nicht ganz, weil das ist ein Nachbau von der Lehrlingswerkstatt von Detlefs aus dem Jahre 1974. Weil das Original ist leider nicht mehr vorhanden, aber es gab die Originalpläne noch. Ein Wohnwagen im Atelier. Ungewöhnlich? Nicht für Ursula Detlefs, die Tochter von Arist Detlefs.
Mit den Eltern reiste die kleine Ursula seinerzeit kreuz und quer durch Europa. Sie weiß noch gut, wie das war, damals, als ihr Vater den ersten deutschen Wohnwagen konstruierte. Er hat ein schönes Opel-Cabriolet gehabt und wollte also nicht mit Pferd und Wagen fahren. Also musste er etwas erfinden, was hinterm Auto zu ziehen ist. Und dann hat er auf die Garagewand die Maße von Tisch und Stuhl und Pfanne und Eimer aufgezeichnet und meine Mutter gemessen von Stirn bis Popo, wie viel Platz braucht man, um sich zu bücken. Dann hat man noch ein Kinderbett gebraucht und selbstverständlich eine Waschmaschine. Das war einfach so eine Metallkapsel unterm Wohnwagen. Da hat die Mutter meine Windeln reingetan und die Straße damals war ja meist Kopfsteinpflaster und die Federung auch nicht wie heute. Und an Ort und Stelle hat sie mit spitzen Fingern raus und im nächsten Dorfbrunnen geschwenkt. Und dann war also die Geschichte schon erledigt. Die Rüttelei beim Fahren entsprach im Prinzip der heutigen Technik einer vollautomatischen Waschmaschine. Und zwar finden Sie hier eine Zinkpfanne drin, da tun Sie dann die schmutzige Wäsche drauf, Waschpulver drauf, Wasser drauf, verschließen das wieder und fahren zu Ihrem nächsten Ort, zu dem Sie reisen möchten. Und unterwegs wird quasi die schmutzige Wäsche gewaschen. Der erste deutsche Wohnwagen entwickelt sich rasch zum Verkaufsschlager. Weitere Detlefs-Modelle folgen. Berichte über abenteuerliche Karawanreisen, gern mit einer Prise Exotik, ziehen erlebnishungrige Kunden an. Bis heute werden bei Detlefs in Isny Wohnanhänger gefertigt. Vom erschwinglichen Familienkarawan bis zum Luxuswohnwagen. Seit den 80er Jahren allerdings unter dem Firmendach von Hümer. Die Erwin Hümer Group hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum führenden Reisemobil- und Caravan-Hersteller in Europa entwickelt. Auch deshalb, weil das Unternehmen nach der Übernahme von Detlefs weitere Konkurrenten geschluckt hat und heute mit 11 Marken einen jährlichen Umsatz von fast 2 Milliarden Euro macht. Viele einst bedeutende Firmen sind auf der Strecke geblieben. Schweikert war einer der Pioniere unter den deutschen Wohnwagenherstellern. Heute verkauft und vermietet Günther Seitz Fahrzeuge der ehemaligen Konkurrenz. Im Schuppen des Firmengeländes verrottete Zeugen einer ruhmreichen Vergangenheit, als die Schweikert-Anhänger so hübsche Namen hatten wie der kleine Strolch oder immer daheim. Produziert wird bei Schweikert seit über 30 Jahren nicht mehr. Anfang der 80er Jahre war allgemein eine Konjunkturdelle. Und dann ließen die Verkäufe allgemein in der Branche nach. Und es gab dann die ersten Zusammenschlüsse, wo dann mehrere Wohnwagenhersteller andere aufgekauft haben. Und das war für uns ein Grund, einfach mit der Produktion aufzuhören. Und der kleine Strolch? Er wartet bis heute auf seine Restaurierung. Und doch werden seine Geburtsjahre auf andere Weise wieder lebendig. Im Keller von Günther Seitz lagern Schätze aus jener Zeit, gebannt auf Zelluloid, das Privatarchiv der Großeltern. Mit ihm führt uns der Enkel des Firmengründers 8 Jahrzehnte in die Vergangenheit. Ins Leben der Großeltern, Hans und Lina, einst Besitzer der alteingesessenen Eisenhandlung Schweikert auf der Schwäbischen Alb. Weil im Wochenendhaus der Familie öfter eingebrochen wurde, kam Hans Seitz auf die Idee, einen Wohnwagen zu bauen. Und als der Wohnwagen fertig war, ging der Wohnwagen nicht aus der Garage raus, weil der war 5 cm zu breit gebaut. Also musste eine Seitenwand abgeschraubt werden, Wohnwagen rausgeschoben werden aus der Garage und dann wieder zusammengebaut. Mit welcher Begeisterung die Wohnwagenpioniere vor rund 80 Jahren loszogen, um frei und ungebunden die Natur zu genießen, zeigen die wenigen Filmaufnahmen jener Zeit. Aber diese Heiterkeit war nur die eine Seite, Mut und Abenteuerlust die andere. 1938 starten die Großeltern Hans und Lina Seitz zu einer waghalsigen Unternehmung.
Mit Auto und Wohnwagen aus eigener Produktion wollen sie das Stilfser Joch überqueren, den zweithöchsten Gebirgspass der Alpen. Das hielt damals kaum jemand für möglich. Deswegen war eine große Herausforderung von meinen Großeltern, schafft ein Auto mit der damaligen PS-Zahl überhaupt diese Reise? Weil das Auto muss ja auch noch das Gewicht des Wohnanhängers über den Berg oder über die Passstraßen ziehen. Und es wird tatsächlich eine Tour voller Hindernisse. Zwei Dinge brauchen die beiden: Geduld und praktische Ideen. An dem steilen Anstieg kocht das Kühlwasser und die Benzinpumpe läuft heiß. Hans und Lina verpassen der Pumpe kalte Wickel, müssen abwarten, bis die nassen Tücher ihre Wirkung tun. Doch sie schaffen es bis zum Gipfel und haben plötzlich ein neues Problem. Wer oben ist, muss auch wieder runter. Beim Berg runterfahren war das Problem dann auf der Autoseite, weil ein Wohnwagen war damals noch nicht mit Bremsen ausgerüstet, sondern das Wohnwagengewicht druckte ans Auto und die Autobremsen mussten Autogewicht plus Wohnwagengewicht bewältigen. Also wurden Bremsen leicht heiß, dann musste man halten, musste das abkühlen lassen und dann konnte man erst weiterfahren. Aber der kleine Strolch packt es. Die erste Alpenüberquerung mit Wohnanhänger ist geschafft. Das große Abenteuer bestanden. Hier auf der CMT treffen sich die Abenteurer von heute. Mit dem Weltreisemobil auf große Fahrt, davon träumen Steffen und Susanne Zägelein. Sie wollen dahin, wo nicht jeder hinfährt. Weg von jeglicher Zivilisation. Dafür suchen sie hier das passende Fahrzeug. Wenn ich mit so einem Fahrzeug in der Wüste stehe, sage jetzt mal nachts und ich sehe den Sternenhimmel vor mir, ich habe kein Fremdlicht, ich habe nichts, ich bin alleine. Wissen Sie, das kann ich mit keinem Pauschalurlaub irgendwie aufwiegen, das geht überhaupt nicht. Was allerdings auch nicht geht, von heute auf morgen einfach losfahren. Walter Ängstle hat zwar 40 Jahre Fahrpraxis, doch für sein hochgerüstetes Traummobil braucht der 60-Jährige erstmal einen LKW-Führerschein. Wenn man sowas machen will, wenn man so seinen persönlichen Traum hat, das umzusetzen, dann muss man auch jetzt quasi dann noch mal ins kalte Wasser springen. 3 Monate später treffen wir Walter Ängstle wieder. Das Einparken noch etwas mühsam. Doch der LKW-Führerschein ist unter Dach und Fach. Das Wunschfahrzeug gekauft. So, wir müssen jetzt als erstes die Kiste mit den Ersatzteilen nehmen. Schau mal. Achtung, die ist schwer. Mit seiner Frau Irmgard soll es in wenigen Wochen nach Island gehen. Alles Mögliche muss mit. Ersatzteile, Werkzeug, Bergegeräte. Und die hier etwa auch? Für die Ängstle ist keine Frage. Die Vespa gehört zur Familie. Sie muss mit. Obwohl uns zum Beispiel der Erbauer dieses Autos dringend davon abgeraten hat. Und er hat uns gemeint, auf so ein Auto, auf so einen Allradler gehört einfach eine Enduro und keine Vespa. Das würde das Ganze schon ein bisschen komisch aussehen lassen. 10 Jahre waren die Ängstles mit Wohnmobil und Vespa unterwegs. Und sie wissen natürlich um deren kleine Schwächen, die aber einem Familienmitglied gern verziehen werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Marokko bin und ich will ein bisschen in Sand, dann bauen sie hier bei der Vespa sprichwörtlich auf Sand. Da bestehen sie nämlich nicht die erste Kurve. Also die ist absolut sanduntauglich, aber deswegen hat man die auch nicht dabei. Und wir haben gesagt, wir brauchen keine Enduro in der Wüste, wir laufen die Dünen lieber hoch. Fragt sich nur, mit welchem Schuhwerk. Wenn beim Packen entschieden werden muss, was in die Schränke kommt und was nicht, kann es schon mal ein bisschen knirschen. Das Einzige, wo wir uns immer in die Haare kriegen, ist der unterste Schranke, sind nämlich die Schuhe. Ich fahre ungefähr mit 3 Paar Schuhen weg, meine Frau fährt ungefähr mit 10 Paar Schuhen weg. Und da kann es dann schon sein, dass es dann da unten eng wird und ich sage, also mindestens 4 Paar müssen wieder weg. Aber sie schafft es immer wieder, die 10 Paar mitzunehmen. Ja, schaffe ich. Ganz einfach, weil ich dann auch, ich mache das in Kartons und dann werden nicht nur bei ganz dünnen gleich 3 Paar übereinander gestapelt, so reduziere ich meine Kartons.
und habe aber meine Anzahl an Schuhen dabei. Wäre das zumindest geklärt. Anderes noch nicht. Walter Engster hat jetzt zwar den Lkw-Führerschein, aber gemacht hat er den ja nicht auf den Holperstrecken Islands. Er braucht noch einen Härtetest und die Hilfe von Profis. Worauf es bei einer Tour durch Island ankommt, das könnten ihm Freddy und Rita Reck erzählen. Mit ihrem geländegängigen Wohnmobil sind sie seit über 10 Jahren auf der ganzen Welt unterwegs. Ihr früheres Leben haben sie hinter sich gelassen. Eigentlich unser Ziel war eigentlich mal Familie gründen, so wie es eben der Schwabe macht, baut sich dann auch ein Häuschen. Aber wir haben dann eines gemacht, wir haben uns getrennt von dem Haus, wir haben das verkauft und wir leben es mehr hier in der Freiheit. Und wir haben das nie bereut, in keiner Sekunde. Wir würden es wieder so machen, weil was nützt uns ein Haus im Alter sowieso? Was nützt uns zwei Häuser? Nein, die Freiheit. Die Freiheit, was wir erleben, das Freisein, das ist einmalig, das ist unbezahlbar. Einfach schön. Hier auf Island kann sich aber auch der erfahrenste Globetrotter mal verfahren. Muss ich noch mal umdrehen? Ja, wir müssen umdrehen. Wir müssen nochmal umdrehen, ja. Ich hätte da vorne rein müssen. Da vorne rein müssen, ja. Verfahren haben wir uns eigentlich nie so auf der Weltreise, oder? Nee. Wir müssen immer die Straßen entlang fahren. Mal vorwärts, mal rückwärts. Kommt allerdings auch vor, dass die Straßen nur noch schwer zu erkennen sind. Es kann auch am Tag ziemlich dunkel werden. Auf Island. Heute sind Sturm und Regen so stark, dass die beiden eine Zwangspause einlegen müssen. Tags drauf, eitel Sonnenschein. An atemberaubenden Motiven fehlt es auf Island nicht. Das wissen auch andere. Viele Geysire sind Touristenmagneten, zum Leidwesen von Rita und Freddy. Aber ein Foto kann man trotzdem mal machen. Alle 5 Minuten bricht der Geysir aus und speit heißes Schwefelwasser. Freddy weiß genau, wo er stehen muss. Bloß nicht auf der Seite der Ahnungslosen. Diejenigen, die eben falsch in der falschen Richtung stehen und der Wind, die kriegen da hier eine richtige Ladung ab, ne? Ja. Auch erfahrene Globetrotter können mal irren. Weiter geht's. Vielleicht ist es ja woanders einsamer. Aber es ist wie bei Hase und Igel. Die Touristen sind immer schon vorher da. Die beiden machen das Beste draus. Ja, jetzt kommt der Regenbogen. Ja, das kommt immer stärker. Der Starke. Jetzt nur ein bisschen Sonne dazu und ein wunderschöner Regenbogen drüber. Ja. Ganz tolle Perspektive hier. Ne? Ganz toll. Die Wasserfälle sind spektakulär. Auch das bleibt den Touristen nicht verborgen. Stehen einfach vor der Linse des Fotografen rum. Touristen sind halt immer die anderen. Freddy hält es hier nicht lang. Ja, hier wollen wir eigentlich nicht so schlafen gehen in der Nacht, weil die Touristen sind meistens noch bis um 11 oder 12 Uhr hier. Also uns gefällt es wesentlich besser, wenn wir draußen sind im Outback und mal richtig abgekämpft sind und dann in der Freiheit draußen schlafen, Fenster zum Teil noch aufmachen, frische Luft. Ja, das ist einmalig schön, das ist, passt einfach. Findet auch Rita. Jawohl. Ja. Ob die zwei die Einsamkeit finden werden? Ja.
Abenteuerliche Reisen mit umgebauten Lastern braucht Raimund Küster aus Herxheim nicht. Ihn interessieren Wohnwagen aus den Pioniertagen. So sehr, dass er eine hochkarätige Sammlung sein eigen nennt. Alle Stücke aus Privatbesitz. Wie dieser Detlefs Tourist aus dem Jahr 1955. Viel hat sich zum allerersten Wohnauto gar nicht verändert. Kein Vergleich mit heutigen Standards. Es ist schon auch, dass man bewusst auf Komfort verzichtet. Also man hat halt keine Nasszelle oder sowas, sondern man wäscht sich nur an einem Waschbecken mit einem Wasserhähnchen. Und irgendwie finde ich das kultig. Also ich amüsiere mich dann manchmal über mich selber, ne, weil das so nett ist. Ne. Den Detlefs hat er 4 Jahre restauriert, hat ihn komplett zerlegt und wieder neu aufgebaut. Echte Raritäten hat Raimund Küster in seiner Scheune, wie diesen Anhänger, einen originalen Sportberger. Von diesem Fahrzeug hier ist kein weiterer bekannt. Ja, dieses Fahrzeug ist Baujahr 52 und ist im Originalzustand, unrestauriert. Ja, Küster hat ihn zum ersten Mal auf einem Oldie-Club-Treffen gesehen und war sofort verliebt. Vor allem in die Küchenausstattung. Ein Holzfeuerungsherd mit Backofenteil. Und der Vorteil ist, man ist überall autark. Ich habe schon beim Wintercamping gehabt, dass ich auf der Strecke auf dem Parkplatz gefahren bin. War mir kalt, lag Birkenholz rum. Ich habe ein Feuer gemacht. Es wird da drinnen warm wie in einer Almhütte. Heute muss der Ofen samt Wohnwagen Platz machen. Denn Raimund Küster hat etwas Besonderes vor. Diese unscheinbare silberne Kugel soll wieder fahrtüchtig werden. Es ist ein Tramp, gebaut von Wolf Hirt. Leider etwas verstaubt, mit einigen Macken. 6 Jahre lang wurde der Hänger nicht mehr bewegt. Inzwischen ist er sogar undicht. Trotzdem, Küsters ganzer Stolz. Ah, das Tolle an diesem Innenraum ist, dass das Holz noch im Originalzustand ist. Es musste nicht restauriert werden. Ja, das Nette ist auch, im Prospekt steht, ein Spiegelschrank ist für die Dame, weil die Dame muss sich ja sehen, ob sie schick gekleidet ist. Und im Gegenzug auf der anderen Seite haben wir hier den Schrank für den Herrn, aber der braucht ja keinen Spiegel. Mit 9 Wohnwagen hat der Sammler nichts am Hut. Echtes Holz, echte Stoffe. Das ist die Welt, in der er sich wohlfühlt. Hier, das hat Geschichte, das hat, das, der Wohnwagen hat selber ein Leben gehabt schon und hat's noch. Und ja, ist halt gewachsen und so wie ich auch. Ich meine, ich bin ja auch nicht mehr ganz der Jüngste und es passt irgendwie. Auch dieses Nummernschild ist eine Rarität. Ja, auf dieses Nummernschild hier bin ich ganz besonders stolz. Weil es ist aus der Zeit, wo der Wohnwagen auch unterwegs war. Nämlich das Fahrzeug ist von 1951 und zu der Zeit war ja Besatzungszonenzeit. Und BR bedeutet britisch Rheinland. Und hier ist sogar der Originalstempel vom Siegkreis. Genauso ein historisches Nummernschild findet sich an diesem Oldtimer. Ein 170er Mercedes-Benz von 1950. Der Oldtimer-Fan hat ihn vor vielen Jahren als Student gekauft und ebenfalls selbst hergerichtet. Heute will er ihn aus dem Winterschlaf holen. Kann man vergessen. Doch die Macken seiner Oldtimer auszubügeln, ist Alltag für den Biologen. Ich habe mir das selber beigebracht, ja. Ich habe einfach als Schüler schon mir einen Käfer gekauft. Und wenn was kaputt war, es kostet ja alles Geld, da habe ich mir halt ein Fachbuch gekauft und habe dann selber repariert. Geschafft. Jetzt muss nur noch der Tramp fahrtüchtig gemacht werden. Aber dafür braucht er Hilfe. Wie wir sehen werden, an einem ungewöhnlichen Ort.
In den 50er Jahren erlebt das Caravaning einen ersten Boom. Die Deutschen entdecken Bella Italia. Mit dem Wohnwagen an die Adria, Urlaubsträume werden wahr. Auf dem Campingplatz NSU Lido heißt es schon bald, alles in deutscher Hand. Zu dieser Zeit entstanden viele neue Modelle. Wichtig dabei, die Anhänger mussten käferfähig sein. Der Wagen mit dem Brezelfenster wird zum Maßstab aller Caravan-Hersteller. Der Käfer war ja ein stolzes Auto für seine Zeit, aber er hatte, gerade dieses Modell hatte zum Beispiel nur 30 PS gehabt. Und wenn man dann hier so auf dem Alpenpass steht, dann merkt man einfach auch, es geht berghoch. Und die Fahrzeuge müssen natürlich auch etwas ziehen. Und zwar ist so ein Wohnwagen in der Regel oft sehr, sehr schwer. Aber er kann durchaus diesen wunderbaren kleinen Sportberger, den G2, ziehen. Das ist übrigens ein Fahrzeug, was für einen Handwerker gebaut worden ist. Unter der Woche hat er als Handwerker da drin geschlafen. Am Wochenende ist die Familie auf Reisen gegangen. Es entstehen auch erste Luxusversionen. Das Micafa Reisemobil Deluxe ist in den 50er Jahren das absolute Nonplusultra, quasi der Rolls-Royce unter den Wohnmobilen. Heute ein Fahrerlebnis der besonderen Art. Der Besitzer Siegfried Messinger aus Benningen kann sich Fitnesstraining jedenfalls sparen. Keine Servolenkung, ja, keine Unterstützung jeglicher Art, sondern alles Muskelarbeit. Die alte Trucker-Fahrerei. Es fehlt bloß noch diese große Hupe hier mit dem Seil, wo man ja. Das wär's dann. Den richtigen Gang einlegen, auch das eine athletische Übung. Weil die Schaltung hier vorne eine alte Lenkradschaltung ist. Und sehen Sie, wie schwer diese Raster gehen. In der Summe ist das Schalten hier vorne Knochenarbeit. Knochenarbeit. Und man muss genau fühlen, wann ist der Gang drin, wann ist er nicht drin. Dann funktioniert alles. Rückwärtsgang ist etwas problematischer noch. Bei heutigen Luxuslinern flutscht das natürlich ganz anders. Die Firma Volkner baut für Menschen mit gehobenem Geschmack und prall gefülltem Konto. Dieses Modell gibt's für rund 1,5 Millionen Euro. Wer es selber baut, ist klar im Vorteil. Die Unternehmerfamilie nutzt ihr Luxusmobil auch privat. Heute geht's nach Lindau an den Bodensee. Die engen Gassen in der Altstadt? Anscheinend kein Problem. Stefanie Volkner dirigiert das Riesengefährt, als ob es ein Mini wäre. Jetzt noch ein Plätzchen in der ersten Reihe finden. Irritierte Blicke möglichst ignorieren und die Aussicht genießen. Wenn richtig eng wird, lasse ich lieber meine Frau fahren. Und ich bin immer wieder überrascht, dass ich das schaffe, solch ein großes Fahrzeug wirklich rechts 2 cm, links 2 cm zu rangieren. Es ist wirklich so, das passt immer und ist perfekt und wirklich einfach. Ob man das in der Fahrschule lernt? Auch Stefanie Volkner musste den LKW-Führerschein machen. Wiederum kein Problem. Das war viel, viel einfacher, als man sich das vorstellt. Ich war hochschwanger mit meinem ersten Sohn, hatte also die richtige Truckerfigur. 9. Monat, also kurz vor der Entbindung. Und das war hervorragend und ging ganz einfach.
Die Sache hat ein kleines Problem. Sie kam kaum ans Lenkrad dran. Wegen dem dicken Bauch. Aber sonst war das alles super. Ausparken ist heute aber Chefsache. Jede Menge Außenkameras helfen dabei. Auch der betagte Mikafa meistert die Strecke zum Bodensee. Hier auf dem Campingplatz ist heute großes Familientreffen der Messingers. Drei Generationen und ein Oldtimer. Und jeder hat schon so einiges mitgemacht mit dem Mikafa. Allein die Erlebnisse von Sohn Tobias könnten Dutzende Buchseiten füllen. Wenn man mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen ist, war immer was Besonderes. Also zum Beispiel für uns gab es einen Urlaub ohne Panne, ohne ja, Stehenbleiben. Es war für uns kein Urlaub. Irgendwas war immer zum Reparieren. Hat man eben halt dann auf dem Campingplatz notdürftig sich irgendwo beholfen. Ja, oder man ist auf der Autobahn plötzlich stehen geblieben in einer Baustelle, in einer zweispurigen Baustelle. Und da heißt es Radiodurchsage, was waren es, glaube ich, 18 Kilometer Stau wegen liegen gebliebenem Wohnmobil. Oh, wir waren ja im Radio. Heute haben sie noch kein Gastspiel im Radio. Doch die Messingers wissen, um so alte Schätze muss man sich immer kümmern. Davon kann auch Raimund Küster ein Lied singen. Seinen Wohnwagen, den undichten Tramp, will er in einer Stuttgarter Segelflugwerkstatt auf Vordermann bringen lassen. Hier restaurieren die Holzwürmer, wie sie sich selber nennen, in der Regel alte Segelflugzeuge. Küsters Freund Helmut Hirt, auch er ein großer Tramp-Fan, erwartet ihn schon. Hi, Raimund! Ja, Mensch, Helmut! Na du? Doch geschafft. Ja, Mensch, ah, schön, dass wir uns wiedersehen, Junge. Hast du eine Baustelle mitgebracht? Ja, ja. Ja, ja. Noch mal einen Blick drauf. Ja, 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 also, komm. Ja, machen wir das, ja. Es soll im Prinzip wieder so aussehen, nur eben dicht, mit gutem Unterbau. Ne? Jo. Mit Original. Haut. Ja, guck mal, da ist natürlich. Ja, da blättert alles. Das hier ist ja wunderschön an der Stelle, aber es muss ja eh runter. Darunter ist der Lack weg. Also. Wenn du das abziehst, ja. Du, da guck dir das an. Ja, ja. Das muss gemacht werden. Wir fahren rückwärts so rein, ja. Alles klar. Gut. Und alle Holzwürmer helfen mit. Gut, stopp. Stopp. Der Tram passt gerade so in die Werkstatt. Das ganze Ausmaß der Schäden wird hier erstmals sichtbar. Da kannst du schon mal einen Markierungskleber hinmachen. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Für den Gesamtzustand des alten Wohnwagens gibt es nur ein Wort. Rosa. Rosa heißt eigentlich in dem Fall nichts Gutes. Es gibt viele Baustellen, die müssen wir jetzt mal deutlich untersuchen. Aber solche Ablatzungen, das dürfte es normalerweise nicht geben. Der Tramp ist in schlechterer Verfassung als gedacht. Oh, ihr macht ja alles kaputt. So sind wir. Aber die Holzwürmer kennen kein Pardon. Die ganze Außenhaut muss runter. Habe ich schon geahnt. Das machen wir so mit bei unseren Flugzeugen auch, dass wir, wenn wir ein Flugzeug restaurieren, die Bespannung alles runter machen, dass wir auf die ganze Struktur runter drauf kommen. Und dann wird alles wieder neu aufgebaut. Da sind wir sicher, dass alles im Ordnung ist. Der ganze Wohnwagen ist eben auch gebaut wie Segelflugzeuge der 30er Jahre. Die Freunde und Fliegerkollegen Wolf Hirt und Erich Bache hatten ihn damals konstruiert. Sie brauchten eine geeignete Schlafkoje, um auf Segelflugplätzen zu übernachten. Und dann hat Erich Bache mal in so einer schlaflosen Nacht sich wohl überlegt, wenn man da ein Zelt aus Sperrholz baut und das Ganze auf Rädern, dann wäre das eigentlich eine tolle Sache und man hätte ein bisschen eine gute Unterkunft. Und so hat er sich auch hingesetzt und 1938 mit meinem Vater den ersten Wohnwagen zusammengebaut. Wolf Hirt war damals ein bekannter Segelflieger und Draufgänger. Und der Vater von Helmut Hirt.
Er ist also zigmal abgestürzt und hat alles überlebt, oder fast alles überlebt, bis auf den letzten Absturz dann. War aber halt ein Flugpionier, dem es am Herzen lag, die Segelfliegerei weltweit bekannt zu machen. Und so ist er in den 30er Jahren um die ganze Welt gereist eigentlich. Er war in Südamerika, er hat in Amerika, ist er in New York am Hudson River gestartet mit einem Gummiseil und dann über das Skyline von Manhattan geflogen. Der sensationelle Flug im Jahr 1933 verhalf Wolf Hirth zu Schlagzeilen in der Weltpresse. Im Radio schilderte er selbst sein Husarenstück. Ich kam dann auf so 300, 320 Meter und nun das Getriebe der Weltstadt unter mir und den Betrieb auf dem breiten Hudsonfluss, bis mir dann plötzlich auffiel, dass am Startplatz unten eine Reihe von Leuten aufgeregt mit Taschentüchern und Fahnen allen möglichen gewinkt haben. Und habe dann gesehen, die wollen also eindeutig, dass du landest. Und da bin ich eben gelandet, das war mir gar nicht angenehm. Ich wäre gern noch eine Stunde oder zwei geflogen. Und wie ich dann gelandet war, da haben die mir erklärt, das war höchste Zeit, dass sie runtergekommen sind. Da hatten nämlich die ganzen Autos, die da rauffahren, die Straße, ja, die hatten alle gehalten, um diesen verrückten Deutschen da zu sehen, der mit einem motorlosen Flugzeug also hier in der Gegend herumstach. Und die, die weiter hinten waren, die wussten gar nicht, was los war, warum das da verstopft war. Da fingen sie alle an, auf ihre Hörner und Signale zu drücken und das gab einen furchtbaren Spektakel. Nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings untersagten die Alliierten jegliche Art von Fliegerei und auch den Bau von Flugzeugen. Wolf Hirth begann wieder Wohnwagen zu bauen, wie den Tramp, den Raimund Küster heute bei den Holzwürmern in einer Stuttgarter Segelflugwerkstatt reparieren lässt. Mit dem rund erneuerten Wagen will Küster demnächst bei einem Oldie-Treffen im Spessart glänzen. Zurück in Lindau. Der Luxusliner quält sich durch den Campingplatz. Stefanie Volkner lernt dabei, warum es wichtig ist, aufs Hinterteil zu gucken. Jetzt sehe ich den Arsch nicht weiter. Zieh mal rum. Da ist er. Pass auf, hinten der Arsch gucken. Nur auf den Arsch links gucken. Weiter. Ah, okay. So, jetzt auf die Zeltstange zu. Da. Stein ist weg. Schau mal. So, der Körn ist da weg. Bleib mal links. So, wir fahren jetzt links rein. Aber erst, ich sag dir erst wann. Jetzt der Arsch gucken geht. Weiterfahren, weiterfahren. Noch nicht so viel rum. Noch nicht so viel. Geradeaus. Genau. Weiter. Ja, ist gut. Weiter. Weiter. Gut. Und stopp. Jetzt richtig zischen lassen. Handbremse. Toll gemacht. Sehr toll gemacht. Auto ist natürlich für uns undenkbar. Wir haben Hümer und das ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Der kostet ja 10-mal so viel. Das ist ja unwahrscheinlich. Ist das Ihr Fahrzeug? Das ist mein Fahrzeug. Messinger ist mein Name. Volkner. Dass er da reinpasst, ne? Ja, dass das ganze Auto reingeht. Ja. Und ich nehme bei meinem manchmal eine Vespa mit, ja. Das ist schon problematisch aufzuladen, gell? Ach, ist das Ihre? Ja, der Schöne, der Ältere da? Ja, ist ja super. Was ist das denn überhaupt für ein Auto? Auch ein Rolls-Royce, der Wohnmobile. Ja. Aber nur vom Baujahr liegen die ein bisschen 1959. Alles in den 60 Jahren war das andere, ne? Fast so alt wie ich, ja. Fast so alt. Ja, na. Dann mach ich jetzt mal hier zu, dann schaue ich mir den mal an. Ja. Ein Fahrzeug, wo ich schon lange Zeit habe. Und hier bitte beim Einstieg aufpassen. Dann kommen Sie mal rein in die gute Stube hier. In den Salon der 50er und 60er Jahre. Jetzt kochen. Und jetzt kommt, ja. Jetzt kommt meine Abteilung. Ja. Und das ist jetzt der Gasherd. Ja, guck mal, drei Flammen schon. Da hatten wir hier Probleme, das kann man hinten sehen. Da ist zum Teil die Flamme bis hier an das angeschwärzt, dass das Resopal tatsächlich angebrannt, beinahe angebrannt ist. Dann haben wir das nachgerüstet und haben hier so einen kleinen Ring zusätzlich angebracht. Diese Keilpolsterung, die hat ganz tolle Bequemlichkeit so zum Sitzen. Ich sag mal, im farblichen Bereich hat er bestimmt Federn gelassen, aber von der Struktur her super. Und die Lampe, die ist ja wohl absolut gut. Das ist auch original 50er Jahre. Alles aus der Zeit noch von damals. Ja, und wenn man dann hier im WC war, dann muss man natürlich auch hin und wieder lüften. Und schauen Sie, da wird das Fenster hochgemacht. Wenn man hier hinschaut, hier oben eine
ein alter Duschkopf. Draußen. Der ist mittlerweile jetzt aber stillgelegt, weil wir nicht geduscht haben. Und hier sind die Betten übereinander. Schlafkojen. Schlafkojen. 2 Meter lang, 60 breit. Hier, da schlafen dann die Kinder. Ja. Und vorne baut man um die große Liegewiese. Ja. Und jeder hat hier seine eigene Hinterlüftung gehabt. Ja. Eigene Regal für Bücher und Lampen. Machen Sie mal die auf. Nach hinten kippen. Stark. Und wie ist die Lautstärke während der Fahrt? Aber das ist typisch ein V8. Der hat den V8-Sound. Ja. Aber wenn wir vorne sitzen, ist natürlich der Abstand da. Und wenn man noch eine Tür zumacht, dann ist es ruhig. Was verbraucht ihr denn so? Unter Freunden? Ja. 20. Wenn ich gut fahre, mehr nicht. Wenn ich gut fahre, ja. Bis 25 über die Alpen. 25 Liter ist natürlich ein Wort, ne? Da bewegen wir heute ja, ich sag mal, 18, 19 Tonnen mit. Und auch nicht langsam. So, mal so. Gucken, ob der, guck an. Mal gucken, ob der auch einen Motor hat. Ah, das ist aber eine andere Haube. Ja. So. Boah. Ja, ist das Kraftwerk von dem Performance. Das ist ein Diesel, gell? Ein das richtiger. Ist, ja, das ist ein Diesel. Ein Turbodiesel. Im Vergleich zu Ihnen, ja, ist ein Turbodiesel. Was bringt denn der? Was? Das ist 460 PS aus 11 Liter. Hat aber leider 2 Zylinder weniger als Ihrer. 6 Zylinder. Ich habe nur einen 6-Zylinder. Ein 6-Zylinder. So, gehen wir mal in den Innenraum. Ja, der hat nur einen Einstieg. Eine Tür, aber eine super. Tür, ja. Aber eine, Mensch, ist 3 Meter hoch. Ja. Mindestens. Ich muss ja nicht in den Kopf stößt. Schuhe ausziehen. Ja, das ist Schuhe ausziehen? Ja. Oha, machen Sie das selber auch immer? Immer. Das hier finde ich klasse. Boah, das ist feudal. Leder vom Feinsten jetzt. Kann man direkt riechen, ne? Das kann man riechen. Da ja. kommt man rein und merkt, ja. das ist edel. Wunderschön. Wunderschön auch diese eine Fassung hier aus Holz. Wir haben einen richtigen Kühlschrank. Wir haben hier unten den Biofresh-Bereich. Das ist aber schon ein ordentlicher Kühlschrank. Als Reisekühlschrank ist das ein... Genau. Das haben manche zu Hause nicht, so einen großen. Und dann ein Ceran-Kochfeld. Also unglaublich. Unglaublich. Genau. Ja. Ganz normaler Backofen, wie man den zu Hause hat. 230 Volt. Das hätte meine Frau sehen müssen. Die hätte gesagt, ich brauche sowas auch. Genau. Hier haben wir unsere Dusche mit Sternenhimmel. Und wenn man so richtig vom Skilaufen kommt, richtig durchgefroren ist, die Duschtasse ist mit Fußbodenheizung versehen. Dann mache ich mir schön Licht aus und dann dusche ich im Sternenhimmel. Ist ja unglaublich. Und wenn man da reingeht und denkt, jetzt kommt es gerade von oben. Und da kommt richtig Wasser, richtig Wasser. Und, diese flache Brause hier, diese... Genau. Mit einmal. Und das schöne Panel da hinten, ja, die schöne Paneele. Und sehr, sehr sauber auch verschafft, muss man einfach, das ist ein, genial. So, hier haben wir die Toilette, genau. Sehr schön. Und die hat Wasserspülung, richtig? Genau, Porzellantoilette, Wasserspülung wie zu Hause. Und die hat noch eine Besonderheit, die hat eine beheizte Brille. Das, wenn man sich draufsetzt, geht auch automatisch ein Lüfter an. Und die hat einen eingebauten Popomaten. Heißt, es wird alles sauber gemacht, ganz von alleine. Und wir haben ebenso Stockbetten, wie Sie das haben, nur hintereinander für die Kinder. Ah. Mit eigener Klimatisierung, eigener Heizungssteuerung. Ist ja Wahnsinn. Und die kriechen da rein. Kuscheln die Kinder rein, ganz genau. Also oder ist das auch zum Teil fürs Personal gedacht, wenn man einen mitnehmen muss, die dann in die Folien... Nein, die wollen wir nicht dabei haben. Die wollen wir nicht haben. Nein. Ah, interessant. Die Wohnwagen werden schicker, die Reisemobile schneller, größer, komfortabler. Doch hier ist die Zeit anscheinend stehen geblieben. Ein unbeugsames Campervölkchen leistet dem Fortschritt hartnäckig Widerstand. Den Ravioli essenden Zeltbewohner sucht man allerdings beim Treffen des Camping Oldie Clubs vergeblich. Camping heißt nicht, dass man aus der Dose isst. Eine Reise in die Campingwelt der 50er und 60er. Ein bisschen spleenig darf es durchaus sein. Ich sag ja immer, auch Erwachsene müssen ein wenig spielen. Und für uns ist das ein wenig wie spielen. Das wird schon bei der Einrichtung deutlich. Die
Männer, die können das nicht so ganz nachvollziehen. Also, die sagen dann schon, oh, ist das schön. Aber wenn wir dann fragen, ob sie dann so mit uns mitreisen würden, dann nein, das nicht. Also, es ist schon mehr so Frauen-Mädels-Sache. Kein fließendes Wasser, kein Bad, kein Kühlschrank. Klingt erstmal nicht so richtig prickelnd. Es ist schon eine Leidenschaft, so ein Oldie Camping. Ist eine Leidenschaft. Das kann man irgendwie nicht so erklären. Da muss man infiziert werden. Bei Rainer Wesner war es Liebe auf den zweiten Blick. Früher hat er einen großen Bogen um Campingplätze gemacht. Doch als er den fast 50 Jahre alten Polyester-Karawan in Kroatien entdeckt, ist's um ihn geschehen. Der stand am Strand. Es war wie so, ja, er war aufgebaut. Es war ein Vorzelt davor, es war dahinter war ein Sonnenuntergang. Und dieses Gesamtbild von diesem Wohnwagen, dieser alte Mann davor, das war für mich einfach so, ich sag mal, ein Wunsch. Ich möchte ihn haben. Er luchst ihn dem 82-jährigen Vorbesitzer ab. Und dann hast du irgendwann mal diese Stauklappen alles aufgemacht. Das war die Zeitreise natürlich in die 60er und 70er Jahre. Die Liebe zu Raritäten und Oldtimern beschäftigt auch Raimund Küster seit frühester Kindheit. Sein schwarzer Mercedes läuft inzwischen prima. Aber wo ist sein geliebter Caravan Tramp, den er bei den Holzwürmern hatte reparieren lassen? So ein Tramp restaurieren in einem Monat, das kennt schon ein Wunder. Also das hat nicht geklappt. Aber er ist schon ziemlich weit, hat eine schöne Außenhaut schon drauf. Braucht noch einen weiteren Lack und dann alle Anbauteile, Fenster, Türen, ist alles ab, ne? Ist alles weg. Ne? Muss alles erstmal wieder dran. Es wird wohl noch ein paar Wochen dauern, bis der Tramp fertig restauriert ist und so aussieht wie sein Detlefs Tourist von 1955, den er heute mitgebracht hat. Er selbst hat ihn komplett zerlegt, wieder aufgebaut und liebevoll eingerichtet. Besucher aus der Gegend kommen da richtig in Schwärmen. Oh, süß, der 50er-Jahre-Radio. Oh, Wahnsinn. Ja, also ich liebe diese Filme, wo diese Aufbruchstimmung aus den 50er und 60er Jahren zu sehen ist, wo die Leute in Zeiten des Wirtschaftswunders nicht viel hatten, aber sich so gefreut haben, einfach wegzukommen von daheim mit ganz wenig, unheimlich Spaß und tollen Urlaub gemacht haben. Das geht mir total ans Herz. Heute sieht man auf Campingplätzen ganze LKWs, da ist jeder Scheiß drin, Entschuldigung. Und das geht auch, ja. Und das funktioniert. Das ist 50 Jahre alt oder was, und es funktioniert. Damit es funktioniert und die Wohnmobile so schick aussehen, müssen sich die Besitzer aber mächtig ins Zeug legen. Ordentlich gemuffelt, er stand 10 Jahre in der Scheune und war verschlossen, ja. Von daher, ja, na, fing ich an, den zu restaurieren. Hab ihn innen abgeschliffen, die Decke, das ganze Holz, also es war alles blank, alles, der alte Lack, alles runter. Und dann habe ich alles wieder halt angefangen aufzubauen. Wirtschaftlicher Irrsinn, klar, das Geld kriegst du nie wieder raus. Das sind alles dieselben Narren. Ah, da guck mal da nach. Da brauch ich nicht sagen, was kannst denn du seit November jeden Tag zwischen 6 und 8 Stunden den Wohnwagen basteln? Kaufen kann jeder. Ja. Aber das kann nicht jeder. Ja. Und andere sitzen dann in der Wirtschaft, wir haben halt eine Garage. Garage, genau. Das heißt aber nicht, dass wir nichts trinken. Jeder hat vielleicht einen Schaden irgendwie auf unsere Art mit den Oldtimern. Ja. Aber es passt. Auch die Inneneinrichtung soll so originalgetreu wie möglich sein. Stilechte Accessoires werden untereinander gehandelt und getauscht. Manches kennt man selber noch aus der Kindheit, wenn man das ein oder andere Accessoire sieht. Und es ist faszinierend zu sehen, dass, wie es gehegt und gepflegt wird und heute immer noch nach so vielen Jahren gibt.
Manfred Franz aus dem Hunsrück hat Nippes aus der ganzen Verwandtschaft zusammengetragen. Jedes Mal sage ich mach das nie mehr. Ich habe das Auto noch halb voll. Wenn ich ausstelle, geht das bis hinten hin. Sollen wir den Freddy auflegen? Madagaskar. Da bin die Pesca. Bist du mich? Das Wasser. Kameraden, ahoi, ahoi, leb wohl, kleines Mädel. Alles 50% heute. Die spielen alle, ich auch. Ein Paradies für Kuscheltiere, nicht nur für Tiere. Kuschelig. Und man kommt sich nah, man muss sich schon mögen. Der Schlafanhänger Piccolo von 1954, ein echter Hingucker und nicht mal wasserscheu. Wenn Wasser ist, wo ein kleiner See ist, kann man den schön das Wasser lassen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Hier gibt es ja 4 Schrauben. Und dann nimmt man dieses helle Teil runter und dann hat man einen Hänger und kann damit aufs Wasser. Ebenfalls ein Verwandlungskünstler, der Wohnwagen, den Jürgen Scherb aufs Oldie-Treffen mitgebracht hat. Das ist von der Firma Hartmann, ein Favobo. Und zwar heißt das Favobo fahren, wohnen und das Dach ist das Boot, Boot fahren. Nur knapp 50 Stück wurden Mitte der 60er gebaut. Zu teuer damals. An den Schwimmkünsten lag es nicht. Und heute? Das ist ausprobiert worden, schon ein paar Mal auf dem Wasser. Wir kommen meistens nicht drum rum, wenn wir auf dem Treffen sind und da ist Wasser in der Nähe. Dann muss das Ding immer aufs Wasser. Ich habe auch einen Außenbordmotor dazu und schwimmt gut. Das wollen wir doch mal sehen. Okay, kann schon losgehen. Es kann. Was aber, wenn nicht nur das Dach, sondern der ganze Wohnwagen schwimmen könnte? Die Frage hat sich ganz ernsthaft Daniel Straub gestellt. Und sie beantwortet. Mit dem Sealander, dem ersten Amphibien-Karawan. Sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler Wohnwagen. Lässt sich aber mit einem elektrischen Außenbordmotor ruckzuck seetauglich machen. Hört sich einfach an, aber auch ein bisschen crazy. Also als ich die Idee vorgestellt habe, haben mich natürlich viele für verrückt erklärt und auch nicht daran geglaubt, dass sich das umsetzen lässt. Und ungläubige Reaktionen haben wir natürlich ganz viele. Immer wenn wir aufs Wasser gehen, dann haben wir viele weit aufgesperrte Münder und aufgerissene Augen um uns herum. So, geht los. Aber wer braucht denn sowas? Ich könnte mir vorstellen, dass das für einen Angler ist, der, sagen wir mal, mit seinem Boot zum Angeln fährt. Dann sagt er, dann nehme ich so einen Wohnwagen, den hänge ich hinten dran und dann kann ich zur Not drauf schlafen, Anker werfen, den Fisch, den ich fange, gleich zubereiten. Cool umgesetzt. Super Idee, ganz toll umgesetzt. Also mal was ganz anderes. Innen wie ein normaler Karawan mit Küchenzeile, Waschbecken und Klo. Das Fahrwerk voll verzinkt, damit es nicht rostet. Was man nicht sieht, der Sealander hat einen doppelten Boden mit 8 Luftkammern. Selbst wenn eine beschädigt wird, sinkt er nicht, heißt es. Anders sieht es aus bei hoher See. Jetzt gerade hier auf Fehmarn, bei so knapp 5 Windstärken, die wir jetzt haben, das ist natürlich schon das Limit. Ne? Wir sind ja schon sehr windanfällig durch den hohen Aufbau. Aber wie man sieht, geht das durchaus noch. Der Sealander ist trotz allem in Serie gegangen. Wer 24.000 Euro übrig hat, bekommt ihn mit Vollausstattung. Den Wohnwagen der etwas anderen Art. Bis dahin war es ein langer Weg. Über 100 Jahre ist es her, da zogen betuchte Briten als erste mit Wohnanhängern hinaus in die Natur. Die Firma Eccles griff den neuen Trend auf, wurde erster europäischer Serienhersteller.
Bald brachte das Unternehmen auch Reisemobile auf den Markt. Diesen hier im Jahr 1930. Reiche Engländer fuhren damit zum Pferderennen oder zum Cricketspiel. Heute steht er im Erwin-Hümer-Museum. Patrick Leisau hat ihn 2012 von einem Privatmann aus Birmingham gekauft. Ich war schockverliebt sozusagen. Ich habe es gesehen im Internet, eine Anzeige, sofort den Verkäufer angerufen. Und innerhalb von 3 Tagen war ich dann drüben in England mit einem Anhänger und habe es dann abgeholt. Und finde es immer noch urniedlich. Der Petroleumofen hatte es ihm besonders angetan. Damals ein Must-Have unter englischen Teefreunden. Man nimmt hier unten diese kleine Schublade raus, entzündet hier die Flamme, da kommt das Petroleum rein, hier kann man es regulieren. Ja, und das Waschbecken wurde halt dann mit Wasser, was man reingegossen hat, dann betrieben. Man hat hier natürlich keinen Frischwassertank oder sowas, was man heutzutage hat, das gibt es hier nicht, sondern es geht direkt unten auf die Erde dann und das Auto. Einfaches Prinzip, auch bei der technischen Ausstattung. Um den Stand des Kühlwassers zu prüfen, brauchte der Fahrer Adleraugen. Und ganz generell eine gewisse Robustheit. Es ist noch Autofahren auf die purste Art und Weise. Maximalgeschwindigkeit sind so 50, 60 km/h. Das Auto ist sehr weich gefedert und es schaukelt auch sehr stark. Man muss auch das Lenkrad wirklich festhalten und sich auf die Straße konzentrieren. Also, es macht Spaß, aber es ist auch anstrengend. Nicht anders ist es, wenn man die Kiste zum Laufen bringen will. Wenn sich hier die Kurbel. Hier vorne einstecken und dann muss ich orientieren. Irgendwann muss auch einen gewissen Punkt finden, wo es dann einhakt und dann kann man ihn drehen. Aber ich. Das ist natürlich jetzt wieder. Da ist er. Das ist schon. Schmierig. Aber er dreht sich, immerhin, er dreht sich. Jetzt müsste der Wagen nur noch Sprit kriegen. Leider Gottes, die Benzinzufuhr ist nicht in Ordnung. Wir haben einen kaputten Benzinhahn, der leckt. Den wiederum bekommt man wahrscheinlich nur in England, weil die haben ja auch englische Maße, auch diese Fahrzeuge. Also da muss man schon ein bisschen auf die Suche gehen, auch diesen Hahn irgendwie wieder zu besorgen. Eigentlich wollte er den Eccles heute mit nach Hause nehmen, aber ohne neuen Benzinhahn wird das nix. Die Plastikflasche ist eine Notlösung der Museumswerkstatt. Wir haben Gott sei Dank den einmal zum Fass zum Laufen bekommen mit der Cola-Flasche, dass der Motor Benzin bekommt. Aber natürlich ist das keine Lösung, um den Wagen zu bewegen. Und diese Cola-Flasche ist nur eine Überbrückung des Schwerkrafttanks letzten Endes. Der Eccles hat keine Benzinpumpe. Das Benzin fließt mittels Schwerkraft von oben nach unten in den Motor. Mit der Plastikflasche ein riskantes Unterfangen. Dann gibt es bei diesen alten Motoren ganz schnell mal so einen Verpuffungsfunken und dann kann ganz schnell der ganze Motor abbrennen. Und dann haben wir dann große Traurigkeit. Die Leiden eines Oldtimer-Sammlers. Wer nicht auf Oldtimer steht, sondern aktuelle Modelle sucht, der könnte hier das Passende finden. Die Firma Schweikert in Ilshofen handelt hauptsächlich mit Neufahrzeugen. Selbst produziert die Traditionsfirma schon lange nicht mehr. Ab dem Ende der 60er Jahre kooperierte Schweikert mit Knaus. 1985 rollte der letzte Schweikert-Wohnwagen vom Band. Günther Seitz lebt heute vom Verkauf ehemaliger Konkurrenzmarken, vom Vermieten und vom Geschäft mit den Gebrauchten. Die Auftragsbücher sind voll. Camping und Caravaning boomen in Deutschland wie nie zuvor. Mit dem Nachteil, dass die Preise sehr, sehr hoch sind für gebrauchte Fahrzeuge, egal welcher Kategorie. Und das Angebot auch bei uns im Moment also sehr, sehr gering ist. Ich habe also Stand heute im Moment noch 2 gebrauchte Wohnwagen da und habe noch 1 gebrauchtes Wohnmobil hier. Und ansonsten ist der Markt eigentlich leer gefegt. Die Alternative, ein Fahrzeug mieten. Stefanie Siegler und Sven Grenzner aus Schwäbisch Hall waren jahrelang eingefleischte Caravaner. In den Ferien ging es immer an den gleichen Campingplatz. Heute schauen sie sich ein Reisemobil an. Wir haben Wohnwagen generell Urlaub jahrelang gemacht mit den Kindern.
und sind jetzt dran am Testen mit dem Wohnmobil, wie es sich anfühlt, unterwegs zu sein und nicht immer nur am gleichen Ort. Fahrzeug und Wohnraum in einem oder größere Flexibilität durch einen separaten PKW. Die Entscheidung ist für Kunden nicht immer einfach. Der Fachmann hat da eine Faustregel. Wohnmobilurlaub ist ideal für Leute, die sagen, ich bleibe 3 Tage in der Stadt und fahre dann wieder 3 Tage irgendwo anders hin. Also das heißt, das Feststehen, sprich Wohnwagen, das Reisen, sprich Wohnmobil, aber individuell so verschieden. Und es gibt nicht die Aussage, das ist gut und das andere ist schlecht. Dieter Winter aus Schwäbisch Hall mietet heute ein Reisemobil für 89 Euro pro Tag. Mit Reinigungspauschale, Sprit- und Campingplatzgebühr kommt er auf bis zu 150 Euro. Dafür kriegt man ein ordentliches Zimmer in einem 4-Sterne-Hotel. Ein Kauf käme für ihn trotzdem nicht in Frage. Zu teuer in der Anschaffung und die Betriebskosten kommen ja auch noch dazu. Für den Rest, für die Zeit, wo es nicht benutzt wird, bauen sie einen Stellplatz. Das kostet ja auch was, wenn sie es daheim nicht abstellen können. Ja. Und dann kostet Steuer und Versicherung das ganze Jahr. Und dann ist es unterm Strich günstiger, wenn ich es miete. Das Ehepaar Brosch dagegen hat sich für einen Kauf entschieden. 30 Jahre mit dem Caravan sind genug. Als Dieter Brosch vor ein paar Jahren in Rente ging, fassten die beiden erstmals den Plan, mit dem Reisemobil auf Tour zu gehen. Aber zur Pensionierung praktisch. Bei der Pensionierung. Ja. Und dann sind wir hierher gefahren und dann stand das, dass wir jetzt verkauft haben hier. Und dann kam meine Frau, Dieter, guck mal, genauso wie wir es uns immer vorgestellt haben. Ne? Und dann haben wir innerhalb von einer Viertelstunde haben wir dann das erste Wohnmobil gekauft. Das geben sie nun in Zahlung. Das neue kostet rund 70.000 Euro. Der höhere Komfort und die bessere Ausstattung ist es ihnen wert. Man kann sich schön rechnen, ne? Und natürlich sagen, okay, die Übernachtung kostet so viel, die Übernachtung kostet da so viel. Aber sie dürfen dann nicht anfangen zu rechnen. Sie müssen das genießen, das muss Lebensqualität sein. Ne? Und die Lebensqualität hat ihren Preis. Alles andere ist Augenauswischerei, das können Sie vergessen. Bei Walter Ängstle ist alles eine Nummer größer. Das Reisemobil und auch die Preise beim Tanken. Das ist der kleine Tank mit 200 und drüben ist der große mit 400. Aber wir machen jetzt erstmal den kleinen Tank so gut halb voll. Halb voll macht rund 130 Euro. Ich meine, wenn ich so ein Auto habe, dann weiß ich, dass das 20 Liter braucht auf 100 Kilometer. Und ich sag's mal ganz ehrlich, man muss nicht rumjammern. Ja, ist nun mal so. Ja. Und der kleine halbvolle Tank wird ja wohl reichen. Bis zum Offroad-Park im Steinbruch Geisingen. Okay, noch lachen wir. Ne? Mal schauen, was alles auf uns zukommt heute. Schauen wir mal. Der Steinbruch. 900 Meter hoch gelegen, nach tagelangem Regen ein übles Schlammloch. Vorfreude kommt da nicht gerade auf. Und die Laune bessert sich auch nicht, als das Fahrzeug zu Beginn des Kurses von den Instruktoren durchgecheckt wird. Das Problem ist die Verschränkung. Das ist ja auf dem Rahmen noch, auf dem Zwischenrahmen. Die Wohnkabine. Und wenn wir jetzt zum Beispiel durchs Gelände fahren, verschränkt sich ja das Auto. Ja? Und die Kabine muss sich mit verschränken letztlich. Ja? Die kommt oben schon ordentlich dann raus. Weil wenn das jetzt nämlich fest wäre alles, ja, dann würde er irgendwann einmal die Kabine reißen. Kaum zu fassen. Am nagelneuen Weltreisemobil muss gleich mal ein Stück Plastik vom Radkasten weg, damit das mit der Verschränkung klappt. Den Profi aus Tirol, Alexander Oberlechner, wundert das noch nicht mal. Es gibt schon öfters irgendwelche Komplikationen oder irgendwelche Konstruktionen, die nicht ganz dementsprechend sind. Und dann muss man halt irgendwo improvisieren. Aber jetzt schauen wir mal, jetzt testen wir das mal und sonst müssen wir es eh wegschneiden. Wegschneiden hört sich auch nicht gut an. Aber jetzt geht's erstmal auf den Testparcours. Geschicklichkeit statt Geschwindigkeit und vor allem der richtige Gang sind auf der 14 Hektar großen Offroad-Strecke gefragt. Mann.
Es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig und ich war froh, dass jemand vor mir stand, der mich ein bisschen eingewiesen hat. Also hier sitzt man immer hinterm Lenkrad und man denkt sich immer, man kippt. Aber es ist einfach nur vom Gefühl her. Wunderbar verschränkt alles, ganz toll. Genau, aber trotzdem, gekracht hat es hier ordentlich. Wie? Schon wieder was kaputt? Das will sich Walter Engstle genauer ansehen. Ja, da werden wir was einfallen lassen müssen, weil das ist auch gerissen hier. Oh, jetzt kommt er schon. Der Mann fürs Grobe statt Kettensäge. Kurt Gerstgrasser aus Vorarlberg weiß sofort, was zu tun ist. Der Allradprofi ist für alle Eventualitäten gerüstet. Wenn ich richtig Offroad fahre, dann habe ich solche Situationen öfter. Ja, ich meine, wenn ich auf der Teerstraße fahre, passiert das sicher nicht. Kollateralschaden. Kleiner. Für mich schon, mein Auto, ja. Unterdessen wird Irmgard Engstle vom Instrukteur Thomas Nägele gebrieft. Sie muss ihren Mann, wenn es drauf ankommt, richtig einweisen können. Und ganz wichtig ist eindeutige Bewegungen vom Sagen. Rechts, links, Stopp. Und dann müssen Sie sich auch klar sagen zu Ihrem Mann, er muss Ihnen vertrauen. Also die Kommunikation muss stimmen. Ja, ja. Er muss sich völlig für Sie verlassen können. Ganz schön happig. Die Ehe auf dem Prüfstand. So ein Offroad-Kurs birgt mehr Herausforderungen, als man denkt. Ich sehe ja gar nichts, gell? Immer auf die Einweiserin schauen. Immer schauen. Du musst dich auf die eine Frau verlassen, gell? Schon immer. Sehe aber nur mal. Hochschalten, Gas geben. Mhm. Auch nicht auch, bremsen. Auch beim Runterfahren. Dann. Auch beim Runterfahren. Ganz, ganz wichtig. Noch vor, fahr noch vor. Noch ein bisschen vor, noch ein bisschen vor. Bis sie nach vorne, nach unten. Mhm. Jetzt gut. So ist perfekt. Mhm. So. Vor, fahr noch vor. Schön langsam, ja, langsam, ganz langsam. So. Geschafft. Etwas flotter geht's bei den Profis. Mit Karacho durchs Wasserloch. Walter Engstle zaudert. Es ist ein Artego, gell? Das ist kein Unimog. Das probieren wir mal, ha? Sollen wir nicht mal? Nein, lieber nicht. Ist ja kein Problem, da kommen wir immer raus. Bei solchen Sachen, wenn man natürlich das in der Natur macht, sollte man zuerst irgendwie abschätzen können, wie tief das Wasser ist. Genau. Und es ist halt immer schwierig, entweder ja. mit einem Stock oder so. Oder, genau, oder durchwarten, wenn es geht. Was der Offroad-Neuling noch nicht weiß, auf Island, wo es ihn und seine Frau hinzieht, wartet vor allem eines. Noch mehr Wasser. Viel mehr. Freddy und Rita sind auf Island. Sie wollen mit ihrem Allradler dahin, wo niemand anders hinkommt. Naja, entsprechend sind die Straßenverhältnisse, sofern man von Straßen reden will. Hier geht's ja noch, aber einen Fluss durchqueren, bei dem man nicht weiß, wie tief er ist? Freddy seilt sich lieber mal an. Gattin Rita ist das nicht ganz geheuer. Hier rüber geht's nicht, da ist die Strömung zu stark, aber wenn wir jetzt den Fluss runterfahren und da unten dann gehen, dann fahren wir mit dem Fluss. Praktisch mal einen Traktor kriegen. Da brauchen wir keinen Traktor. Globetrotter Ehrensache. Freddy vertraut auf seinen Allradler. Und der beherrscht nicht nur die Disziplin Wackeln und Schaukeln, er schafft es tatsächlich ans andere Ufer. Die Suche kann weitergehen. Nach einem schönen Plätzchen, ganz ohne Touristen. Aber was ist das? Ein Rolls-Royce mitten in der Wildnis? Wird doch wohl keins der hier üblichen Feenwunder sein. Dieser Wagen ist etwa 90 Jahre alt jetzt. Und der war gebaut für schlechte Straßenverhältnisse und so. Das war überhaupt kein Problem. Und
Er ist hoch und ist sehr stark. Also der geht. Und wie der geht. Muss man mit 90 Jahren erst mal hinkriegen. Freddy und Rita suchen derweil unverdrossen weiter. Und endlich, gegen Abend, finden sie ein Plätzchen ganz für sich allein. Ideal, um mit dem Quad den einsamen Strand zu erobern. Das Holz kann Freddy für ein Feuer gut gebrauchen. Eine wilde Fahrt in archaischer Landschaft. Der Mann als Herr des Feuers. Die Frau als Herrin der Küche. Auch das hat ja was Archaisches. Fertig. Freddy, wie sieht's aus mit dem Feuer? Also komm her. Zur Feier des Tages ein schwäbischer Eintopf, den sie Töpfle nennen. So viel Heimat muss sein. Dabei kann die Heimat viel näher sein. Reisen in ferne, einsame Gegenden, wozu? Wenn man doch mit seinem Wohnwagen ein schönes Plätzchen gefunden hat. Auf diesem Campingplatz etwa, in Westerheim auf der Schwäbischen Alb. Elmar Tanner ist Herr über die Stellplätze. Um die meisten muss er sich gar nicht groß kümmern. Die sind in fester Hand. Hier auf dem ganzen Platz haben wir etwas mehr als 750 feste Dauercamper, die das ganze Jahr hier bei uns sind. Mögliche freie Plätze haben wir noch so circa 100 Stück. Fast 90% Dauercamper. Elmar Tanner glaubt, dass die Lage den Platz besonders attraktiv macht. Es ist die Nähe zu Stuttgart, zum Großraum Stuttgart. Man ist in einer Dreiviertelstunde hier. Man hat am Freitag um 15 Uhr Feierabend und ist um 16.30 Uhr hier. Geht kurz zu seinem Wagen, kann sich dann drüben in den Biergarten setzen, ins Restaurant sitzen und ist einfach zwei Tage im Urlaub. Der Caravan als Ferienhaus. Das mobile Reisen ist hier längst kein Thema mehr. Der Campingplatz wird zur Endstation. Die Bewohner haben sich häuslich eingerichtet, inklusive Schrebergarten-Idylle. Ich glaube, einmal Camper, immer Camper. Ich war als Kind schon Camper, Dauercamper, bei meinen Eltern. Ich glaube, das sind Gene. Und ich denke, unsere Kinder werden auch Dauercamper. Das ist so. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich habe einen Bekannter, der hat einmal gesagt, du mit deinem blöden Camping. Und dann hat er es einmal gesehen, dann ist er selber hier Dauercamper. Ich bin so viele Kilometer in meinem Leben gefahren, jedes Jahr 50.000, 70.000 Kilometer. Dann habe ich gesagt, da muss ich im Urlaub nicht auch noch fahren. Und Garten habe ich keinen. Das ist hier meine Woche in Teisleufräder. Für das Ehepaar Richter ist der Campingplatz mehr als ein Feriendomizil. Die Rentner machen hier praktisch jeden Tag Urlaub. Dafür haben sie zwei Stellplätze angemietet. Auf einer Seite steht der Wohnwagen, auf der anderen ihr Haus aus zwei Vorzelten. Also ein Vorzelt ist so, dass man den Wohnwagen zu stehen hat und dann sich ein Vorzelt ranbaut. Und an dieses Vorzelt eine Terrasse. Und wir haben dieses Vorzelt eben nicht an Wohnwagen, sondern wir haben es insgesamt machen lassen. Ja, und das Projekt ist eben wie so ein kleines Häuschen. Auch die Inneneinrichtung erinnert wenig an ein Camperleben. Eher an eine Dreizimmerwohnung mit Küche, Bad und Wintergarten. Und wenn die Richters mal Urlaub vom Urlaub machen wollen, steigen sie in ihren Wohnwagen. Der steht ja gleich nebenan. Und da fühlen wir uns so richtig verliebt. Nach 30 Jahren Ehe. Das ist so schön, ja. Das ist noch eine andere Geborgenheit wie im Schlafzimmer.
Ich kann es Ihnen gar nicht beschreiben. Sie müssten es mal ausprobieren. Nicht nur in den Ferien, sondern jede freie Minute an ein und demselben Ort, auf demselben Stellplatz, mit denselben Leuten um sich herum. Für Dauercamper kein Schreckgespenst. Im Gegenteil. Die Kutters haben sich hier auf dem Campingplatz sogar ihren Traum vom Haus im Grünen verwirklicht. Man ist ganz viel draußen, auch wenn man das jetzt im Haus hat und wo vielleicht manche denken, oh, was hat das mit Camping zu tun? Aber es ist einfach ein Gefühl, das man hat. Und das haben Menschen, die nur einen Hotelurlaub machen, haben das eben nicht. Seit 4 Jahren wohnen sie in dem sogenannten Mobilheim, voll isoliert mit ganzjähriger Strom- und Wasserversorgung. Das Haus ist in 2 Hälften angeliefert worden und hier in dem Gebälk sieht man, da wurde es zusammengeschoben. Also die bringen das auf den Tieflader, laden das mit dem Traktor vom Tieflader ab, rollen es dann hier mit dem Traktor rein auf den Rädern, die sind hier unterhalb am Boden, sodass es eben ein Mobilheim ist und kein fest installiertes oder fest gebautes Haus auf dem Platz. Sonst hätten wir es ja auch nicht stellen dürfen. Ja, genau. Genau, weil das war ja die Bedingung. Es muss beweglich sein. Ne? Das mobile Heim auf Rädern. Komplett nach Kundenwunsch gefertigt, mit Einbauküche, Sitzgruppe und Gäste-WC. Wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis sieht von einem Vorbau mit Wohnwagen, unwesentlich teuer das, was wir haben. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir eben dann ein Haus haben, diesen Hauscharakter haben, obwohl es ein Mobilheim ist. Und kostenmäßig vielleicht 5.000, 6.000, 10.000 Euro Unterschied mehr gibt es dann immer zu diesem Mobilheim. Dauercampen als Lebensphilosophie. Sommers und auch winters. Wenn auch ein bisschen anders als ein halbes Jahrhundert vorher. Sie kamen mit ihren Wagen über vereiste Straßen. Die Teilnehmer am 3. südwestdeutschen Wintercamping. Der Neuankömmling spürt zunächst nichts von der Kälte. Er muss erst mal ordentlich Schnee schaufeln, um für seinen Wohnwagen ein Plätzchen zu schaffen. Freunde helfen ihm dabei. Und echte Wintercamper sind gute Kameraden. Immer wieder zurück zum Campingplatz fand dieses junge Paar. Vor 2 Jahren lernte es sich beim Winterzelten kennen. Beim Sommercamping war die Trauung. Und jetzt erfährt schon der Nachwuchs die Freuden der Eiseskälte. Pardon, die Freuden des weißen Winters im Steckkissen. Zu diesen Freuden gehört auch das tägliche Eisschlagen. Denn so ein Wohnwagen hält ja schließlich und endlich nicht alles aus. Aber das stört die Camper überhaupt nicht. Dass man aber auch hier in luftiger, eisiger Höhe nicht am Ende der Welt ist, das zeigt der Postbote, der die Neujahrsgrüße von Wohnwagen zu Wohnwagen trägt. Immerhin zeigt das Thermometer 20 Grad unter Null. Abhärten muss sich ein echter Wintercamper aber schon, darum nicht gezittert und Ohren, Hals und Brust kräftig mit Schnee eingeseift. Das soll wirklich sehr gesund sein. Inzwischen bleibt für Mutti nur die Hausarbeit. Und was bleibt für Papi? Skifahren? Aber nein, er muss die steif gefrorene Wäsche von der Leine nehmen. Mit Tassen, Bechern und Töpfen eilt man dann zum Kessel. Aber Scherz beiseite, die 250 Camper waren mit Begeisterung dabei. Sie versicherten, so kalt, dass wir nicht campen, kann es gar nicht sein. Und sie sagten noch Prost und auf Wiedersehen im nächsten Jahr. Wintercamping heute. Da können auch die ganz Verfrorenen mitmachen. Zumindest wenn sie einen solchen Caravan mit kälteresistenter Luxusausstattung besitzen. Vorgestellt von Hümer auf der diesjährigen CMT. Wärmeschublade für klamme Mützen und Schals. Doppelte Böden mit Stauraum für Skier und Stiefel. Frostsicheres Warmwassersystem, Fußbodenheizung, isolierte und beheizte Abwassertanks. Ein Winter ohne Frostbeulen. Dafür soll die Isolationstechnik mit 35 mm dünnem Polyurethanschaum bürgen. Wir verkleben keine Platten, sondern schäumen die Seitenwand am Stück, die auch keine Kältebrücke beinhaltet. Und dieser geschlossenporige Schaum bietet eine Isolationskraft, die eine Vollziegelwand von ca. 80 cm. So verliert der härteste Winter seinen Schrecken, falls man nicht doch mal rausgeht. Erwin Hümer hätte das neue Modell bestimmt gefallen.
Der 2013 verstorbene Firmengründer war ständig auf der Suche nach innovativen Ideen. Schon bei seiner ersten Auftragsarbeit ging es um die Einsparung von Rohstoffen, Kosten und Energie. Das erreichte er mit der Konstruktion eines leichten Stahlrohrgerippes, wie im Flugzeugbau damals üblich. Der Urtroll blieb allerdings ein Einzelstück und wurde von der Familie als Urlaubsfahrzeug genutzt. Auch da hatte Erwin Hümer nur eines im Kopf: Wohnwagen und wie man sie verbessern kann, erinnert sich Tochter Caroline. Seine unglaubliche Motivation, sein Kampfgeist, dieses Ingenieurstum, dieses Tüftlertum, was er ganz stark für mich so verkörpert hat. Und es gibt so ein Beispiel mit so einem Bügel. Also irgendwie war das ein Schrank und da hat er versucht, dann seine Bügel reinzuhängen und hat dann irgendwie festgestellt, ja, so perfekt ist das Maß irgendwie doch nicht. Also es passt zwar gerade so alles rein, aber es hängt irgendwie alles nicht so bequem. Also hat er das dann irgendwie zum Anhaltspunkt genommen und hat gesagt, okay, das muss jetzt irgendwie umkonstruiert werden. Auch die Fahrzeuge der Konkurrenz sind vor dem Hümer-Chef nicht sicher. Also im Caravansalon, die größte Caravan-Messe, die in Düsseldorf stattfindet. Und da war es immer das Allererste, dass er halt wirklich unter die Fahrzeuge gelegen ist. Als er sich die Fahrzeuge genau angeschaut hat, dann wirklich unter die Fahrzeuge gekrochen ist, unten. Also das war, ist einfach, da kommt einfach seine Leidenschaft. Hat man da einfach nochmal ganz genau gesehen und seinen Anspruch auch an diese Perfektion. Das Erwin-Hümer-Museum in Bad Waldsee, sein Vermächtnis. Neben zahlreichen Leihgaben werden Fahrzeuge aus der Privatsammlung, Prototypen und Einzelstücke ausgestellt. Mobiles Reisen im Wandel der Zeit, so das übergeordnete Motto. Etliche Wagen haben heute Kultstatus, wie dieser Trabant 601 Universal. Dessen Dachaufbau absolut museumsreif. Ja, auch in der DDR gab es Caravaning. Doch Wohnwagen waren teuer, die Lieferzeiten lang. Aber man wusste sich zu helfen. Der Trabi bekam kurzerhand ein Zelt aufs Dach. Auch zum Campen ging es, wie gewohnt, im Kollektiv. Immer so in Halbkreis, ja. Hervorragend geklappt. Das hätten Sie geprobt alles. Hier, tagelang geprobt. Erfahrung bei Campern ist eben alles. Es wird nur hochgehoben, es ist praktisch alles fertig, fix und fertig schon vorkonstruiert. Darf ich halten? Bitte? Soll ich halten? Oder können Sie es ganz allein? Na, herrlich. Und das ist alles drin? Alles drin? Ja. Alles fertig. Ja, alles wohlgeordnet. Fortschritt in Reih und Glied. Und der Trabi wird des Nachts wohl einiges aushalten müssen. Vielleicht noch eine technische Frage. Also wenn man auf dem Dach eines Autos schläft, wie viel Kilo darf man damit auf die Waage bringen, Herr Müller? Also auf dem Trabant kann man es belasten mit 250 Kilo. Oh, das können ja also gut drei Personen sein. Die drei Personen mit 70 Kilo ohne Bedenken. Im Westen gab es bald ähnliche Modelle. Schicker, teurer, aber auch komfortabler. Familie Lebherz will das vor einem eventuellen Kauf ausprobieren. Mit einem Zelt, das auf ihrem VW-Bus 4 Personen Platz bieten soll. Können wir das Zelt zusammenlegen? Eigentlich nur die Leiter rausziehen, einmal kurz an der Leiter ziehen und das Zelt stellt sich von alleine auf. Schon etwas bequemer als einst bei den Genossen. Das war's schon. Doch die eigentliche Bewährungsprobe kommt erst noch. Am nächsten Morgen, die Stunde der Wahrheit. Zu zweit, ich denke, wenn man verliebt ist und nicht viel sich hier oben aufhalten muss, ist das wunderbar. Ganz toller Luxus, kann ich dann echt nur weiterempfehlen. Aber sofort ist es doch zu klein. Da kriegt man mal einen Ellbogen ins Gesicht und mal eine Hand so auf den Bauch geklatscht und so. Ja? Und man aber kann sich nicht drehen. Ja, man kann sich einfach nicht irgendwie mal einen Arm rausstrecken oder so. Man liegt halt wirklich gerade wie Sardine.
Aber braucht man denn überhaupt ein Zelt auf einem VW-Bus? Mit dem legendären T1, liebevoll Bulli genannt, ist mancher ganz ohne Zeltaufbau um die halbe Welt gefahren. Inzwischen hat auch er seinen Platz im Erwin-Hümer-Museum gefunden. Vor 17 Jahren hat Jürgen Schulz seinem VW-Bus den Schlüssel gezogen, als er vom anderen Ende der Welt zurückkam. Seitdem parkt der 60 Jahre alte Bulli hier. Schulz kommt öfter her, um zu schauen, ob alles noch da ist. Auf seinen Reisen über den Hippie Trail ins indische Goa hat er Trophäen gesammelt. Sein Bus wie die Subkultur der Spätsechziger. Ein Hippie, sagt der Oberschwabe, ist man auf Lebenszeit. Sein Hippie-Bus natürlich auch. Ja, das war damals also der meistgefahrene Bus auf der Hippie-Route. Weil da haben viele Deutsche einen Bus gekauft für 200 Mark. Und das gab es damals für Busse für 200 Mark. Möglichst, wenn der TÜV abläuft, nach Afghanistan gefahren oder nach Nepal. Und für 2.000, 3.000 Mark verkauft. Und dann haben die ganze Reise finanziert. Gell? Und das war dann ein richtiger Hippie-Trip von München nach Goa, Nepal und Afghanistan. Der VW-Bus stand anfangs im Dienst der Deutschen Bundespost. Schulz kaufte ihn später, 1977, einem Rentner am Straßenrand ab, für 1.500 deutsche Mark. Er wollte dem Spießertum entfliehen, als Verkäufer in einem Autohaus nicht ganz einfach. Anfangs gehen die Reisen noch als unbezahlter Urlaub durch. Dann hängt Schulz seinen Job an den Nagel. Er will raus in die Welt mit seinem Bus. Hergeben will er ihn nicht, selbst als die Tochter des Polizeichefs von Sri Lanka im Angebot ist. Und plötzlich hat er seine Familie vorgestellt. Ich glaube, 7 Mädchen, ganz nette Dinger, gell? Und dann hat er gesagt, you want to change this girl for your car? Schulz dreht für uns noch mal eine Runde mit seinem Bulli. Wieder der Blick durch die geteilte Scheibe, durch die der 76-Jährige viele Länder gesehen hat. Das 34 PS-Motörchen tut sich inzwischen etwas schwer und läuft nicht mehr auf allen Töpfen. Nochmal nach Westen, über den Hippie-Trail? Der alte Bus würde wohl auseinanderfallen. Und Jürgen Schulz' Bandscheibe ziemlich sicher auch. Wäre schade, denn die beiden haben ein Kapitel Bulli-Geschichte durchlebt. Ihren Platz im Museum haben sie sich verdient. Was vor dem Krieg begann und in Zeiten des Wirtschaftswunders einen ersten Höhepunkt fand, ist heute ein Milliardengeschäft. Ob Weltenbummler und Abenteurer, Sammler oder Nostalgiker, ob spartanisch oder im Luxus. Das Heim auf Rädern hat bis heute nichts von seinem Reiz eingebüßt.